Das Kreuz tragen wir in uns. Und das ist jetzt sichtbar in der Fastenzeit, um nochmal ganz bewusst diese Zeit begehen zu können. Es ist sehr archaisch und einfach und sehr tiefgründig. Und ich hoffe, dass es eine meditative Qualität in der Stille des jeweiligen Herzens zur Erfüllung bringen kann. Das wäre die Intention gewesen, den Gläubigen darin unterstützen, in die Stille einzukehren, um in den geistigen Raum zu kommen, in den uns, so glaube ich, doch sehr wohl als gläubige Christin Jesus Christus hinführen wollte. Die diesjährige Kunstinstallation ist sehr ruhig und nahezu meditativ und möchte die Dualität des Lebens und eben die Verbindung dieser Dualität zeigen, dass das ganze Leben ja immer ein Gegensätzen ist, immer ein Ich und ein Gegenüber. Und das Kreuz will diese Gegensätze eben verbinden. Das Kreuz hat ja die Balken, die das Oben mit dem Unten und das Links mit dem Rechts verbinden. Dazu kommt noch die Farbe, dieses tiefe Blau, das einen deutlichen Kontrast zur allgemeinen Farbgebung in der Domkirche bildet, das also eine andere Sehgewohnheit erfordert und den Raum als Gesamten verändert. Es kann quasi leibhaftig erfahren werden, aber es geht natürlich nur über einen Blick, der bereit ist, sich der Oberflächlichkeit zu entziehen und sich auf die Einfachheit einzulassen, um gleichsam die Tür ins Innere aufzumachen.